Oh, Sumina, hier ist wieder Nindo-Freak. Oh, warum die quengelige Stimme? Das kann ich euch jetzt in aller Ruhe erzählen, weil ich viel Zeit habe zu erzählen. Weil ich, wieso, was nicht so oft vorkommt, gerade keine Ahnung habe, was wir zu tun haben. Ich renne jetzt nochmal zu dem Libeltra hin und frage den, was wir zu tun haben. Folgendes. Ich habe, an einem Wochenende waren wir im Mediamarkt. In aller Ruhe bin ich dahin. Ja, guten Tag, ich suche einen Videokrabber, hab einen aus der Hosentasche geholt, hab gesagt, ja, sowas suche ich. Ja, Alverwübsch, da gehen Sie doch mal da hinten in den Gang. Ah, siehe da, da war auch ein Dessel-Videokrabber. Gut, schön, dankeschön. Ah, Terratech. Wunderbar. Kauf ich doch mal. Ich erzähl gleich weiter, wir lesen nur noch mal kurz. Du musst 3 Losungen zusammentragen und mir nennen, bevor die Eidespforte durchstreiten kannst. Insgesamt 3 Pokémon hüten je noch eine Losung. Erkundige dich zunächst bei den Pokémon dieser Zone nach ihnen. Das wollte ich hören. Und wie gesagt, da bin ich dahin. Oh, 40 Euro, Terratech. Jawohl, das kaufst du dir. Gekauft. Ich bin... Oh, da geht's weiter. Ich bin heute Abend heimgekommen. Ich war übrigens nicht daheim. Deswegen habe ich keine Videos hochgeladen. Und wow, cool. Oh, da geht's weiter. Ja, hab's angeschlossen. Jetzt muss dies und das installiert werden und es funktioniert nicht. Ich habe das große Glück und es funktioniert nicht. Es funktioniert nichts. Das heißt, ich muss Komoshiro hierher bitten und er darf mir das ganze Zeug machen. Ja, du machst das für mich. Und vielleicht hat er Pech und ich behalte seinen Roxio-Videocrapper und er kriegt mein Schrottding. Aber meins scheint vielleicht sogar besser zu sein, wer weiß. Aber wir reden mit einem Turtok. Möchtest du hier durch? Nun, ich bin ebenfalls ein Wächter der Steinzone. Du wirst mich schon besiegen müssen, wenn du passieren möchtest. Wohlan, lass uns kämpfen. Cool. You will die. 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 Ich will mal eigentlich mal... Die. Ich wollte eigentlich, eine Schweifattacke machen, aber dann wäre er schneller gewesen. Also habe ich es gelassen. Gelassen. Aha. Ist so stolz und guckt weg. Da habe ich nicht aufgepasst. Beziehungsweise, du warst klasse. Ja, toll. Du darfst passieren. Anscheinend bin ich nicht stark genug, um diese Steinzone zu beschützen. Ich muss mich weiter stählen, um künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein. Auf bald. Das war wohl Absicht. Auf bald, ich verabscheue mich. Turtok ist jetzt dein Freund. So, jetzt ist mal die totale Verzweiflung. Mein Videograbber funktioniert nicht. Ich kann nicht damit umgehen. Und wir müssen den Scheiß natürlich drehen. Das heißt, ich darf wieder außen rum rennen, habe ich recht? Weil hier natürlich kein Schalt. Ja, ich hatte recht. Also gehen wir wieder auf Wanderschaft. So. Erstmal große Enttäuschung, ich kann meinen neuen Videograbber nicht benutzen. Aber wenn Komoshiro erstmal hier war, dann klappt das alles. Und meine AV-Splitter, ich muss es in jedem Part erwähnen, seitdem ich sie bestellt habe, sind immer noch nicht da. Und ich hoffe zum Verrecken, dass sie kompatibel sind. Weil ich da auch nicht runterfallen kann. Dass die kompatibel mit dem Schwachsinn sind. Aber das haut schon hin. Jawohl. Dingsi, drehe dich. Sesam, Boden, rüttle dich. Was auch immer. Ah, am Anfang des Videos habe ich noch gesagt, ich komme nicht weiter. Und jetzt wissen wir schon wieder, was wir zu tun haben. Mein einzigartiges Glück. Ah ja. 3 Pokémon. Weisheit, Stärke und... Ich weiß es nicht. Klingt nach den 3 legendären Pokémon der Sinnoh-Region, die Wächter. Von wem rede ich? Von Vesprit. Und, boah, ich schäme mich. Ich weiß nicht weiter. Von Vesprit. Tobatz und Selfe. Ja. Noch die Kurve gekriegt. Es haut auch nichts hin mit der Technik. So, jetzt kommen wir hier zu diesem Labyrinth. Disney! Okay, da kann ich nicht durch. Das wissen wir. Der neue Sprint hat's in sich, weil dadurch dauert es noch länger, bis ich mal weiterkomme. Cool. Jetzt noch einen Wandsprung können und dann hätte ich die Sache. Was haben wir hier? Wieder eine Sackgasse und das sieht aus, als könnte ich weiter, aber oben, natürlich nur oben.
Ja, gut. Gehen wir in die Richtung. Kommen wir daher? Nee, da war kein Bronzong bei uns. Gut. Nee, Bronzell, kein Bronzong. Schäm dich. Der Erbauer dieser Städte kannten den einen Weg, ihre Herzen mit den unseren zu verbinden. Mittels dieser Kraft gelang es ihnen, unsere Unterstützung zu gewinnen und gemeinsam mit uns den Himmelsgarten zu erbauen. Gehe voran, um noch mehr zu erfahren. Aber zunächst möchte ich wissen, ob du wenigstens eine Losung in Erfahrung bringen kannst. Will er jetzt mit uns kämpfen? Auf Deutsch bitte. Wie, du kennst keine der drei Losungen? Ach so. Dann wird dir der Weg hier vorerst noch versperrt. Toll. Zwei Wege, bei denen wir nicht weiter dürfen, finde ich nicht toll. Also, ne? Du bist etwa eine der Losungen? Wenn man diesen Anstieg nimmt und die Steine überwindet, gelangt man zu einem Hebel, mit dem sich ein geheimer Durchgang öffnen lassen soll. Wahrscheinlich die Flammen löschen. So heißt es zumindest. Ich bin bei meinem Versuch, den Hebel zu erreichen, gescheitert. Die Steine unter den Füßen stürzen nämlich in die Tiefe hinab, wenn du bei der Überquerung nicht sputest. Ah, wir kriegen das hin. Wir Leichtmatrosen. Okay, nein, mein Vater ist Kieler, von daher, der kann den Dialekt, ich nicht. Ich bin gebürtiger unterfränkischer Typi. Wir steigen in die Höhe. Ich will Shortcutten. Shortcutten. Ja. Können wir da rüber jumpen? Ah. Gut, es hat Giesen schnell drüber. Ich bin schlau. Wuhu, wir dürfen wieder zurückrennen. Wenn ich laufen könnte. Laufen muss ich mal in so einem Offscreen-Video. Screen. Offscreen-Video. Separat üben. Separat. Nein, ich war gerade runter. Gerade fast runtergefahren. Meine Herren. Sind die jetzt noch oben? Ja, jetzt kommen sie wieder hoch. Sie kommen hoch. Keine Zweideutigkeit. Bloß nicht. Jumpen? Jumpen! Ich habe zwei gedrückt, aber du musst das nicht verstehen, Controller. Von daher. Ja, ich und die Technik. Die Technik. Nick, meine erste Silbe meines Namens. Mein Name hat 7 Buchstaben. Das finde ich irgendwie sehr lang. Warum rede ich hier über meinen Namen? Was nun wirklich keine Sau interessiert. Ach ja. Ich müsste nur wissen, wie lang der oben bleibt. Ja? 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 Ja. Jawohl. Dies war nicht so schwer. Ja, die Flammen gehen aus. Habe ich doch recht gehabt. Jetzt muss ich nur diese drei Losungen, diese drei Typis finden. Ah, okay. Ah. Oh. Das musste sein. Kommen wir gerade da runter. Yay! Pst. Wo hat sich's jetzt geöffnet? Do, ne? Do hat sich's kö. Nee, da waren die Flammen. Wohlan, lasset uns kämpfen. Da geht's jetzt. Ich guck gegen eine Wand. Okay, da ist die Drehplatte. Moment, dann gehen wir mal über die Drehplatte drüber. Gehen außenrum zurück und gehen durch das Tor, durch das wir gerade nicht gehen konnten. Ich bin so schlau, ich bin so schlau. Und ihr dürft mir in dem Part sehr viel beim Rennen zugucken. Finde ich toll. Ah. Wir haben natürlich noch keinen einzigen dieser drei Typis gefunden. Warum auch? Wäre ja ein Fortschritt. Da hat sich die Tür geöffnet. Lass mich runter. Natürlich nicht. Wir müssen ganz außen rumlaufen. Es ist doch viel besser, wenn wir einfach, als ob wir da runterspringen würden. So, da hat sich die Tür nicht geöffnet. Aber hier hinten ist sie noch zu. Nein, da hat sich die Tür geöffnet. Da will ich auch hin.
Was finden wir vor einer dieser Losungen? Es ist ein Pyrogon-Z. Ich kann es nicht aussprechen. Porygon-Z. Du hast es also bis in diese Kammer geschafft. Ich schaue ab und an hier vorbei. Weshalb? Nun, wer wie ich stets von Freunden umgeben ist, neigt dazu zu vergessen, wie jammervoll und trostlos die Einsamkeit und wie vergnüglich und freudevoll die Gesellschaft von Freunden ist. Um mir dies zu vergegenwärtigen, suche ich beizeiten diesen abgeschiedenen Ort auf. Aber du hörst mir ja gar nicht zu. Du willst die Losung wissen, sagst du? Nun, gut. Wenn du meine Fragen richtig beantwortest, erfährst du sie. Lass uns mit dem Ratespiel beginnen. Natürlich. Du bist ja nur ein Computer. Worauf warten wir noch? Da stellen sich die Fragen ganz Wikipedias. Kommen wir zur ersten Frage. Worin mündet die Steinzone dem allgemeinen Dafürhalten zufolge? Himmelsgarten, ne? Stimmt, haargenau. Oh Gott, rast doch gleich aus. Ich mag irgendwie Perücons, die Form, so dynamisch und toll. Lassen wir auf Frage 1 noch gleich die Nummer 2 folgen. Wer hat am Treffpunkt das Tor zur Steinzone bewacht? Ein Pion Scorer. Stimmt, haargenau. Für Nicht-Pokémon-Kenner sind die solche Fragen die Hölle. Den Abschluss bildet die dritte. Immer nur 3, warum nicht mal 5 oder 10? Was kann man in der Magmazone zutage befördern? Eisenherz. Ruinen. Ganze Ruinen, genau. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Ich bin ein Wikipedia. Dann werde ich deinen Wortschatz nun das Losungswort, nicht das Lösungswort hinzufügen. Es lautet Liebe. Ich liebe sie. Nun können auch wir beide Freunde sein. Losung Liebe erfahren. Porygon Z ist jetzt dein Freund. Wir sind hier in der Sackgasse. Ist das das einzige Wort, was wir brauchen? Nein, wir brauchen 3 Losungen. Wow, ich habe eine in der ganzen Zone. Awesome. Da das Feuer weg ist, müssen wir jetzt nicht immer außen rum gehen, um dieses Ding zu benutzen, diesen Schalter, damit wir genau in die andere Richtung können. Jetzt wäre ich außen rum gerannt, ich Vollidiot. Vollidiot. Okay. Das war jetzt Zufall. Bronzel ist jetzt dein Freund. Okay, das war Zufall, dass ich da jetzt hin bin. Und da ist schon ein dickes, fettes Pokémon. Die Entwicklung von Electek. Das da heißt Elektromon. Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Ich schäme mich. Dass wir in der nächsten Folge ansprechen. Also, wir sehen uns da. Bis dahin. J-A-N-E. Nicht Jane, nein. Wir sind ja nicht bei Tarzan. Ich meine damit Jane.